Hallo zusammen. Ja, heute seid ihr wieder bei einem neuen Video bei mir dabei. Heute ist auch der Pino im Hintergrund. Ich hoffe, wo bist du, Pino? Komm mal her. Da ist auch Pino. Wir sind heute zusammen wieder mit dem Deus 2 unterwegs. Ja, letzte Woche hatte ich ein Video gemacht auf dem Acker, wo ich mit Pino zuvor war. Dort habe ich dann ein paar schöne Sachen gefunden. Heute haben wir wieder einen anderen Acker, fast in der Nähe des alten Ackers, wo wir letzte Woche waren. Und ja, wir versuchen heute unser Glück auf ein neues. Ja, zu Anfang, ich möchte hier meinen Sponsor, den Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de begrüßen. Und wir fangen auch sofort mit dem Video an. Also ich nehme euch jetzt direkt schon mal mit zu meinen Einstand. Okay. Heute gehen wir wieder mit dem Ackerprogramm. Ich werde jetzt erstmal die Fernbedienung nach vorne holen. Was ich an dem Ackerprogramm heute ein wenig geändert habe, ist die Reaktionszeit, die habe ich auf 2 gesetzt und die Ground Balance, den Stabilisierer, auf 2. So, aber um für die Neuen das zu zeigen, Disc habe ich auf 4. In der Experteinstellung habe ich einen Dreitonmodus, den Sens auf 96, die Frequenzweiche auf 0. Die Eisenlautstärke auf 1 und wie gesagt die Reaktionszeit auf 2. So, dann nehme ich euch jetzt mit und beim ersten Signal hole ich euch wieder mit dazu. Also bis gleich. So, jetzt seid ihr beim ersten Signal dabei. Ich hole die Fernbedienung raus. So, ich stelle mal den Spaten ein wenig weiter weg. So. Ein 70er Signal. So, und ihr seid beim Ausgraben mit dabei. Das muss ungefähr hier sein, wo ich schon mit der Spule dran gekommen bin, an die Erde. Na komm. So, oben muss es beiliegen. So, den Pinpointer und dann sehen wir mal, was das ist. Ja, da haben wir ihn. Okay. Die erste Münze und es ist ein Pfennig. Kam sehr sauber rein. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. So, hier haben wir ein weiteres Signal. Hier ungefähr beim Kieselstein. Ich packe jetzt mal die Fernbedienung weg. So, hier muss das ungefähr bei sein. Ja, ist draußen, ist es. So, machen wir wieder die Erde platt. Hier oben irgendwo in dem Bereich. So. So, nächstes Signal schon geortet, ein Stück vom Granatsplitter. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten wieder. So, hier haben wir zwar kein Signal, aber ich möchte euch mal hier die Streuung mal ganz kurz zeigen. So, dass ihr mal seht, wenn so ein Acker abgerechnet ist, da kann man das ganz gut erkennen, wo mal ein Gebäude gestanden hat. So, hier liegen überall aus Ziegel, Dachziegel, römische. So, und da hoffe ich, oder wir hoffen, dass wir hier was zwischenfinden. Okay, dann bis gleich. So, da bin ich wieder mit einem weiteren Signal. Es ist zwischen 54 und 55 hoch, das Signal. Ungefähr hier in dem Bereich. So, ich packe mal die Fernbedienung wieder weg und ihr seid beim Graben dabei.
So, hier in dem Bereich muss es sein. Scheinbar ganz klein. Müssen wir hier ein bisschen im Boden, ein bisschen platt treten. Wird jetzt hier in dem Bereich beiliegen. Ja, was ich euch jetzt schon sagen kann, es ist hier auch schwer zu laufen. Also sehr viel Schrott. Okay, ihr liegt es bei. Und, ach ja, okay. Es ist ein Teil von einer Fibel. Das vordere Teil, also wo der Nadelrast eingelegt wird. Also hier, ich hoffe, man kann es sehen, hier ist der Nadelrast gewesen. Und das ist der vordere Teil, der ist abgebrochen. Also die Fibel ging hier weiter. Also es war auch keine große, sehr in der Mitte, sehr filigran gearbeitet. Okay. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. So, hier habe ich ein weiteres Signal. Ich habe jetzt die Fernbedienung wieder weggepackt. Das ist ein 85er Signal. So, was ich aber euch sagen wollte, ihr wollt ja immer wissen, wie ist der zum Deus 1, der Deus 2. Mir ist jetzt aufgefallen, und das ist auch mir schon beim letzten Mal aufgefallen, aber ich wusste das noch nicht so richtig einzuordnen. Also, wenn ihr beim Deus 1 auf Reaktionszeit 3 geht, müsst ihr beim Deus 2 auf 2 gehen, weil der Deus 2 ist viel, viel schneller in der Reaktionszeit als der Deus 1. Wenn ihr natürlich den so einstellt wie den Deus 1 und ihr habt dann auf 3, dann habt ihr in Wirklichkeit Reaktionszeit 4. Also dadurch kommen die Töne ein bisschen, ja, kürzer. Und das ist mir jetzt eben auch hier auf dem Acker aufgefallen. Deswegen laufe ich hier auch jetzt mit dem Deus 2 mit einer Reaktionszeit auf 2, die ich normalerweise für den Wald verwenden würde. Aber nichtsdestotrotz, hier ist das Signal. Ich denke mir, es ist etwas tiefer, ungefähr wo der Kieselstein ist. Ihr seid wieder mit dabei. So, wir müssen es noch mal drehen und das Loch ein bisschen hier erweitern. So, noch mal rein. So. Na, wollen wir? Immer noch tiefer. So, müsste aber gleich draußen sein. Ja, jetzt ist es draußen. So, in dem Knubbel muss es sein. Es lag gut und gerne auf 25, 30, 35 cm. So genau weiß ich nicht. Hier in dem Knubbel. Okay, das ist ein großer Granatsplitter vom Führungsring. Aber nichtsdestotrotz, er zeigt gut an, der Deus. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis später. So, da bin ich wieder mit einem ganz satten Signal 84. Ich hoffe, dass ihr das alle hören könnt. So. Ich nehme euch wieder mit beim Graben. Das muss jetzt hier in dem Bereich sein. Also stechen wir mal hier rein. So. Raus. Na, so, ist er draußen, ja. Und ich glaube, ich sehe schon an der Kante hier, hier. Und es ist eine römische Münze. Ich glaube, könnte ein Großfolli sein oder ein Ass. Ja, ich will jetzt nicht drüber reimen. Das sehe ich ja hinter, wenn ich zu Hause sauber gemacht habe. Aber vielleicht auch gleich durch meine Coinbox. Die ist ja immer, ja, die Einlage immer feucht. Und vielleicht geht dann der Dreck schon runter. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. So, hier sind wir wieder bei einem weiteren Signal.
ist zwischen 86 und 87 hoch, ungefähr hier bei dem weißen Kieselstein. So, ich packe die Fernbedienung weg und dann geht es schon los zum Graben. Ja, ungefähr da, wo der weiße Kieselstein ist. So. So, es ist draußen, wird hier in dem Knubbel sein. Na, was ist das schon? Ne, das ist ein Ziegel. Okay. Na? Hier ist es, ja. Und was soll das nicht? Und was soll das sein? Ja. Wieder ein Granatsplitter, so ein Führungsring. Mensch. Da habe ich auch jetzt wieder fast die Tasche voll. Also ich werde euch auch nur wieder hier bei dem Video die guten Funde zeigen. Also kann sich gar nicht vorstellen. Also wirklich, auf jedem Acker bis jetzt, wo ich war, oder ich sage jetzt mal, die letzten dreimal suchen. Gut, beim letzten Mal war es ja zweimal derselbe Acker, aber auch jetzt wieder auf diesem Acker hier. Granatsplitter an Granatsplitter. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. So, hier habe ich wieder ein Signal. Davor hatte ich schon andere gehabt, fast mit demselben Leitwert, 85. So, ihr seid mit dabei. Das muss also hier vor dem Ziegel liegen. Ungefähr hier, ja, so ungefähr. So, so, es ist draußen. Und es liegt auch draußen, ich glaube, endlich eine Münze wieder. Und ja, es ist ein Denar. Also ich fühle das und merke das schon vom Gewicht. Bino, ein Denar. Hör mal, der dritte in Folge. Ich werde bekloppt. Ja, dreimal draußen, dreimal ein Denar. Ich glaube, ja, ich will jetzt nicht drüber reimen, es könnte... Könnte. Ist das ein Hadrian? Ne, Hadrian würde es nicht sein. Trajan? Ich weiß es nicht. Könnte Hadrian oder Trajan sein. Muss ich zu Hause sauber machen? Kann ich doch nicht sagen. Aber ich muss echt sagen, affengeiles Gerät, der Deus 2. Schon mein dritter Denar in Folge. Also ich werde den nur noch den Denarsauger nennen, den Deus 2. Top. Ja. Um euch das mal zu zeigen, hier ist jetzt der DNA gewesen, hier. Und guckt, Granatsplitter 3, gehen wir wieder zurück. Hier Granatsplitter, also hier in dem Haufen, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Signale ich hier jetzt auf kürzester Strecke hatte, ja. Und dazwischen wieder ein Denar. Ja, das freut mich sehr. Okay, dann sehen wir uns gleich hoffentlich bei einem nächsten tollen Fund wieder. Bis dann. So, hier habe ich ein Signal. Wir haben zwar den Acker gewechselt, die Einstellungen sind so geblieben. 75. Und jetzt gucken wir mal. Was es ist, es muss jetzt hier auch wo sein. Ja, genau, hier vorne. Na. So. Hier oben ist es. So. Jetzt hoffen wir, dass was ist. Ach, auf dem anderen Acker waren hinterher nur noch Granatsplitter ausgegraben. Na, wo haben wir? Ein ganz kleines Signal. Ja, wo haben wir denn? Na, hier piept es überall mittlerweile. Ach, ist halt auch so ein scheiß Acker jetzt wieder. Ne, hier vorne. Eine Münze? Eine Münze und eine silberne wieder. Pino, wieder eine Silbermünze. Aber kein Römer. Diesmal wird's
glaube ich, so ein Stüber sein oder was. Aber das sehen wir hinterher beim Saubermachen. Okay. Dann bis zum nächsten. So. Hier sind wir bei dem letzten Signal. Also der Acker ist auch voller Schrott. Ich habe auch schon hier keine Lust mehr. Ich glaube, hiermit hören wir auch auf. Das ist ein 68er, 67er Signal. Ich würde sagen, voll die Signal. Aber er wird es wieder und scheiß sein. Bin was dazu gehabt? Ach, ich habe nur Scheiße gehabt. Ich habe auch keine Lust mehr. Schrott nur noch, ne? Nur noch Scheiße. Ich gab jetzt das hier das letzte Signal aus. Hoffen wir, dass das hier ist, oder? Draußen, ne? Draußen, nochmal gucken. Ja? Irgendwo da. Da. Ist das doch schon das Blechteil hier? Ne, das ist ein Stück Erde. Ja, nochmal gucken. Pinpointer nehmen. Aber ich habe keine Lust mehr. Echt. Schnauze voll für Wurm, heute. Guck mal. Ein Wurm, der ist verschraten. Hier eine Puckel. Ne? Hier. Eine Münze. Und es könnte ein Denar sein. Es könnte ein Denar sein. Bitte lass es sein. Komm, Pino, du darfst. Nee, nein, oder? Das ist kein Denar. Meinst du nicht? Ich weiß es nicht. Ist das ein Römer? Der ist zu rund, würde ich sagen, aber ich weiß es nicht. Ich gehe mal ganz leicht rüber. Reicht's für nicht. Ach, lass es bitte ein Römer sein. Ich weiß es nicht. Also sauber jeder nicht. Wir packen den mal ein Coinpad. Ich weiß nicht, ob es ein Römer ist. Könnte ist wirklich so. Ne? Ja, ist dick, ja. Schwierig. Also hier könnt ihr sehen, der ist schon dicker als eine normale Münze. Von mir wie ich der, könnte es wirklich ein Denar sein. Aber damit würde ich jetzt ein Pino wieder schocken. Das werde ich heute Denar Nummer 2. Okay, wenn nicht, ist das hier mein letzter Fund für heute. Okay, bis nachher zur, ja, ich sag mal, zur Auswertung, Abmoderation. Bis gleich. So, ein Suchertag hat ein Ende gefunden. Pino und ich haben heute zwei neue Äcker angefahren. So, beim ersten waren wir circa 2,5-3 Stunden. Da kam jede Menge Granatsplitter und anderes Zeug. So, und dann sind wir weitergefahren zum nächsten Acker. Da war dasselbe gewesen. Nur auf dem ersten Acker habe ich natürlich das Glück gehabt, eine Römermünze zu finden, ein Pfennigstück, einen Denar und ein Stück von der Fibel. Und was hast du gefunden auf dem ersten Acker? Das Ass. Das Ass, ein Ass war das gewesen, ja. Ja, nicht mehr ganz so toll. Und dieses... Die Henkelattasche. Henkelattasche, genau. Eine römische Henkelattasche. Ja, ja, aber wir haben jede Menge Schrott. Pino hat seinen Schrott schon entsorgt. Das war zu viel. Das war zu viel. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch mal meinen Schrott jetzt hier. Den könnt ihr jetzt hier mal kurz sehen. Dort ist mein Schrott, Granatsplitter, große Zünderböden, ja, wie gesagt, jede Menge Schrott. Was natürlich sehr schön ist, ist hier das römische Glasfragment. Das würde ich auch mit nach Hause nehmen. So, und der Rest, ja, das andere werde ich auch, aber wir werden das entsorgen. So, Pino, halt mal gerade hier meinen Spaten. Jetzt werde ich euch nochmal die kurze Fundzusammenfassung machen von dem, sieht man Pino? Ja, ja, alles, ja, gut. Alles gut. So, das war jetzt hier der vermeintlich letzte Denar von dem Acker. Das kann ich noch nicht sagen, ob es überhaupt eine Römermünze ist. Dann hier, das wird, ja, das ist der Römerdenar von dem ersten Acker. Der sieht auch gut aus. Ja, der wird auch noch gut. Jetzt hier die Silbermünze von dem Acker. Also ich bin mir sicher, dass das eine silberne ist, aber was es für eine ist, kann ich noch nicht sagen. Was heißt sicher? Kann man erst sein, wenn sie zu Hause sauber gemacht wird. Hier, das ja, könnte auch ein Ass sein. Oder ein Großvolli. Ja, hier den Pfennig. Dann hier das Fibelfragment. Und ein Lesefund. Ja, der lag oben auf. Das ist ja so ein Bronzeteil von einem Anhänger. Ja, kam zwar heute nicht viel bei rum. Ich freue mich aber dennoch über diesen Denar. Weil es der dritte in Folge ist. Also bei jedem Suchgang ein Denar, also ich nenne jetzt meinen Deus 2. Ist sie meine Deus? Ja, Pino ist schon am Lachen. Ich nehme dich nicht mehr mit. Ich nenne den jetzt noch den Denarsauger. Also echt, das ist, ja.
Hat natürlich was mit Glück zu tun. So, jetzt packen wir das weg. Und dann muss ich noch was sagen euch. So. So, komm. Pinus wieder dran. So, jetzt ganz kurz. Ihr wollt ja immer wissen, Fazit zum Deos 2. So, was mir aufgefallen ist, weil ich das auch am Deos 1 zu Hause nachgeprüft habe und ich jetzt aber auch wieder auf dem Acker gemerkt habe. Wenn ihr beim Deos 1 mit Suchgeschwindigkeit, also mit der Schwenkgeschwindigkeit 3 oder Reaktionsgeschwindigkeit 3 geht, ist das nicht dasselbe, wenn ihr das beim Deos 2 einstellt. Der Deos 2 ist viel schneller von der Reaktion. Warum auch immer, also ich sag jetzt, die Schwenkgeschwindigkeit vom Deos 2 ist dieselbe wie vom Deos 1 bei 3. Also ihr müsst immer 1 runtersetzen. Also wenn ihr vor auf dem Acker wart und sagt mit dem Deos 1, ich habe hier eine 3er Schwenkgeschwindigkeit benutzt, müsst ihr beim Deos 2 immer auf 2 gehen. Und wenn ihr im Wald auf 2 wart, dann natürlich dann beim Deos auf 1. Also der ist sowas von schnell, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dadurch kommen natürlich, wenn ihr mit Schwenkgeschwindigkeit 3 geht und die Münzen stehen hochkant, und ihr seid nicht so geübt mit den Signalen oder mit der Signalerkennung eines Detektors, überlauft er die. Das sage ich euch garantiert. Also kleine Follies kommen nur mit einem Pip, ganz kurzen, aber so knackig und so kurz, dass man das manchmal für eine Mineralisationssignal hält. Sonst nochmal langsamer schwenken. Ja, genau. Oder ihr müsst ganz langsam schwenken. Und dass das viele von euch nicht tun, weiß ich. Also geht lieber mit der Schwenkgeschwindigkeit runter. Ansonsten muss ich sagen, ja, von der Tiefe kann ich bis heute nichts sagen, aber wie gesagt, der Deos 2 bis jetzt fürs dritte Mal Acker läuft eigentlich gut. Oder er läuft gut. Also ich finde jetzt hier keinen Nachteil zum Deos 1. Also das, was in den Gruppen kursiert, dass der schlechter ist, auf keinen Fall. Das kann ich auf keinen Fall sagen. Oder du kannst du sagen, dass der schlechter ist. Quatsch. Nein, das ist Blödsinn. Also, du sagst auch. Ja, der ist besser auf jeden Fall. Also, er läuft auf jeden Fall gut. Ja, dann möchte ich noch hier zum Schluss meinen Sponsor nochmal grüßen, den Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuch.de. Ja, ich möchte euch, meine ganzen Abonnenten, meine ganzen Followers auch bei Facebook grüßen. Ich bedanke mich, dass ihr immer so zahlreich meine Videos schaut. Für die Neuen unter euch, ihr mich abonnieren, das kostet euch nichts. Lasst einen Daumen nach da. Das ist für mich zum Vorteil, dass mein Video höher in die Listen kommen. Ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also bis dahin, meine Freunde. Tschüss, euer Markus. Bis dann, ciao.